Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Jeremy zu Fregnum. Der Sony Fire. Hab ich jetzt mal gefolgt. Bin ich jetzt mal gefolgt zum Ding. Wo ist er jetzt? Da oben. Was will er jetzt da oben? So, wir gehen eben zu ihm und tun hier leveln, aber scheinbar ist er hier, also geht er hier leveln, obwohl es nicht der Wald ist. Sind beides gelb und hier ein Schwer. Ja. Also er ist ja auch 37, also sollten sie auch gelb sein, ja, sind gelb. Diese geben aber nicht viel. So. Yep. Aber besser als Trollen. So. Da vorne ist er jetzt. Eidechsen. Welche? Ah, die dort am Fluss. Hast du Items für mein Bashi? Möchte ich gerne Ding, weil ich sonst leicht Probleme habe mit dem Bashi. Möchte ich das kurz schreiben? Ja, dachte ich mir schon. Aber eben. Das ist ganz normal, dass die nichts droppen. So, greifen wir die an. Die halten wahrscheinlich leider ein bisschen mehr aus, aber geben auch Items. Nicht so wie die Schlangen. Die Schlangen sind schlimm. So, grüne Granate natürlich. Ja, dann lieber die Schlangen hier oben angreifen. Level 28. Ja, den nehme ich und tun dann nachher zum Bashi, also der Bashi. Wenn ich dann rüber zum Bashi wechsle, dann nehme ich ihn an. Weil ich sammle ja auch Stäbe dann und dann kann ich sie weitergeben zum demjenigen, der es braucht. Wenn es mir also schenkt. Ich denke schon, weil er wahrscheinlich kein Hexe machen wir. So. Grünes. Ich hab noch kein grünes. Bärenstärke, yes. So, greifen wir halt die ganze Zeit Schlangen an. Die gehen immerhin schnell. Oh, schaut, wir haben schon ein rechtes Stückchen geschafft. Das ist immer gut, das mit dem Bashi zusammen zu leveln.
empfehle einfach jeden, der Rechnungsspiel dann besser zu machen, damit dann einfach andere Leute zu Hilfe kommen kann. Schade, dass es nur eine Klasse gibt, die eigentlich Level unterstützen können. Ja, Paladin vielleicht noch ein bisschen. Aber das war es leider auch schon. So, wir gehen. Okay, wir gehen nicht zu den Goblins, wenn niemand in der Umgebung ist. Da ist jetzt ein Goblin. Okay, wir den. So. Nächsten Schatz, den brauchen wir aber nicht. Schneller. So, da drüben ist noch einer. So. Noch ein paar Schlangen kloppen. Bisschen schnell zu killen. Wir haben zwar keine Items, aber das brauchen wir auch nicht. Okay, greifen wir den an. Wollte ich eigentlich nicht angreifen. Aber können wir machen. So. Da drüben sind dann wieder Goblins. Gut. Die Reihe nach. Die sind so schnell gekillt, die Schlangen. Können wir die auch noch bis dorthin angreifen. So. Dann hat es dort noch einen Goblin. Und ein Schwert des Abgrunds. Oh, für 46. Ah. Was mich nervt, sind so diese Aura-Effekte. Die müssen jetzt wirklich nicht sein. Hab ich dadurch den Goblin gar nicht gesehen. Ich wollte ihn ja angreifen und bin dann zu weit gerannt. Die sind blau. Die geben aber auch wenig, die Pumas. Da ist noch einer. So. Ja, der Z-Tok hat sehr viel Zeit, das kommt mir gelegen. Oh, das ist ein Nanfür. Ich greife den nicht an. Da habe ich auch. Ich will nicht, dass er mich angreift. So. Greifen wir halt hier einen an. Bis er sich besänftigt hat, so. Ah, mein Anführer, wieso musst du hier sein? Hier sind doch irgendwo Goblins. Da ist ein Goblin, ja. Sehr gut. Ja, greift trotzdem an. Da muss ich nochmals ein bisschen weiter weggehen, weil hier unten sind die meisten Goblins, glaube ich.
Ja. Das ist gut, dass es hier so viele Goblins gibt. So, Berserker. Blutdurst anmachen. Und weiter kloppen. Ja, wo gehst du jetzt hin? Ah, zu ihm. So. Hier sind Zyklopenkrieger-Lehrlinge. Die können wir zwischendurch auch angreifen. Aber jetzt nicht nötig, wenn wir so viele Goblins haben und so. Schlangen hier. So, wo haben wir die Goblins? Hier haben wir noch einen. Dort vorne. Ja, okay, relativ gut so. Können wir ganz gechillt kloppen. Müssen nie aufs Leben achten. Ah, schön. Hier ist besser. So. Da oben wäre noch einer. Also die Zeiten der Buffs müssen sie ja mal nach oben schrauben. Das ist ja extrem eklig, die ganze Zeit zu buffen. Auch außerdem das mal mit den Stun-Zeiten mal überarbeiten. Das geht doch nicht, dass man irgendwie 5 Sekunden gestunt ist die ganze Zeit und keine Chance mehr hat. Ja, ich hoffe nur, dass die jetzt den Guild Studios endlich mal etwas machen für Champions of Regnum. Ich würde sie natürlich sehr unterstützen, wenn ich dann das Geld habe. Das kommt ja bei mir bald in Strömen. Und da ich ja nicht eigensüchtig bin und so, das Geld lieber für andere ausgebe, für tolle Sachen. Kann ich auch sehr viel spenden für die. Aber ich will natürlich auch, dass sie dann das Geld nicht einfach nur so annehmen und dann nichts machen. Wenn ich dann einen Anteil kaufe, dann will ich natürlich auch etwas wählen können, wie viel Updates kommen werden. Und dann werde ich die nach oben schreiben. Mal schauen, ob die Spenden annehmen, ich hoffe schon. Oder Anteile. Oh Mann, oh. Jetzt sind die so verbuggt. Und wie man das nennen soll, dass sie plötzlich ihn angreifen, obwohl er gar nicht angegriffen hat. Ah, ist das nicht herrlich, so zu leveln. Sehr interessant. Ein Viertel haben wir schon geschafft. Da oben hätten wir noch einen grünen Granat. Bekommen wir viele von denen. Ah.
So, wir nehmen hier diesen Schatz mal mit. Und der 2 Goldmünzen von mir aus. So, da unten wäre noch einer. Ich will mal nämlich die Dinge angreifen. Die Trolle. Wo sind die Trolle? Die sind irgendwo hier oben gewesen. Weiß jetzt nicht wo. Ich komme hier nicht hoch. Ah, hier rein muss ich. So. Mal schauen, ob die irgendwas geben. Naja. Aber eher recht, das negativ. Und zwar 94. Bisschen wenig, oder? Goblins geben, glaube ich, mehr. Wir haben Goblins gegeben. Muss gleich mal schauen. Ja, toll, das geht immer wieder nach oben. 94, ja. Und dann. Ja, 117, die geben nicht so viel. Okay, gehen wir zurück. Geben nicht so viel. Wir gehen hier zu den Goblins. Und den Schlangen. Also das schauen wir mal. Ja, 106. Viel besser, also viel besser nicht, aber sie gehen natürlich auch schneller. Die 145. Also Schlangen. Also Schlangen. Die Schlangen geben am meisten, weil sie auf unserem Level sind, weil wenn sie höher sind, dann geben sie einen Malus. Auf so wenig Loot verzichte ich. Darauf verzichte ich gerne. Ein Item von 100 Goblins. Wow. Blau ist eigentlich immer gut zum Leveln. Mehr also gelb oder orange geben wirklich nicht mehr viel XP. Und Items ja auch nicht so. Das stimmt. Die Dropchance ist relativ gering in diesem Level. Und wir gehen jetzt mal hier rüber. Da gibt es wieder 2, 3 Schlangen. Ja. Klopenhaar aussieht wie das Hyänenhaar. Sind die verwandt? Nein, es ist die Faulheit der Entwickler. So.
kleinen Filmen vom nächsten zum nächsten. Später wird es, glaube ich, wieder besser. Also im Alsius, das weiß ich noch, wurde es besser mit Level 45. Und dann mit Level 50 wieder schlechter, aber dann wieder mit 55 wieder besser. Ich verstehe es nicht so ganz. So. Ah, wieso greift die jetzt Agersborg an? Manchmal verstehe ich irgendwas nicht. Wahrscheinlich, weil es momentan wieder weniger Eisen gibt. Dann denken sie, sie seien cool und sammeln ein paar XP. Ich finde es nicht so gut, dass wir mit Eisen so verbündet sind. Weil das macht so das Flair ein bisschen kaputt. Ja. Wenn dann ein Diplomatiesystem, dass man auch mal verbündet sein kann mit einem Volk, aber dann muss es auch mehr Völker geben und so. Also bei Regnum 2 dann ungefähr 5 Völker und dann mit Diplomatie. Dass jetzt jemand zum Beispiel ein Diplomat ist und dann zu dem Reich geht und dann entweder angegriffen wird oder nicht angegriffen wird und dann kann man so Bündnisse schmieden, können die mit denen reden und so weiter. Wo haben wir die, wo haben wir die, da, Karolenschlangen, Anzahl 60, also schon recht viel getötet, auch schon vorher, einmal. Reptilienzahn auch. 16. Ich glaube, ich gehe wieder nach oben. Da gibt es mehr Schlangen. Wow, 72 Goldmünzen. Ja, hier gibt es recht viel. Oh Mann, was ist denn mit der Kamera los? Ich habe eben nur W gedrückt und die Kamera dreht sich einfach um 180 Grad. Das ist ein Kack. So, Folge ist leider bald vorüber, aber die nächste Folge kommt morgen dann wieder. Das ist ja so eine extra Folge. Ich hoffe, ich schaffe es in einem Tag hochzuladen mit der anderen Folge.
Also ihr könnt darauf einstellen, dass es wieder mehr Regnum-Videos gibt. Also eigentlich gibt es hier schon fast immer eins pro Tag, aber das ist jetzt bald zwei pro Tag werden. Ich muss schauen, wie es mit den Upload-Zeiten geht, weil YouTube momentan sehr langsam ist. Und aber ich bekomme ja ein schnelles Internet bald durch die Wege. Und dann habe ich WLAN. Ich hoffe nur, dass WLAN genug gut ist, also dass es keine Downtimes, also so Dropzeiten gibt, wo das Internetspeed relativ schlecht ist. So. Haben wir bald die Hälfte. Okay, geht noch einige Zeit. Wie viel haben wir ungefähr? 40%. Ja. 37,5% oder so. Ach man, also hier sind keine Schlangen mehr. Wieder zu den Schlangen runter. Ich greife die ja. So, es ist mit grüner Granate 14. Wenn man die für Quests braucht, sammle ich die mal und kann dann die Quests gleich abgeben. Das ist immer so eine schnell gewonnene Erfahrung, das ist gut. So. Jo, dann werde ich einfach nach der Aufnahme noch ein bisschen leveln mit ihm. Und wir sehen uns dann, wenn wir... Also wenn ich wieder aufnehme. Und wenn ihr mal einen Livestream haben wollt, am Abend zum 8 Uhr abends. Ah, das ist eine Schlange anführe. Dann dürft ihr das gerne unten in die Kommentare schreiben. Ich mache gerne einen Livestream. Aber weil, wenn manchmal nur so zwei, drei mitschauen, dann lohnt sich nicht so für mich. Aber wenn mehrere dann sagen, ja, sie wollen einen Livestream und schauen ihn dann auch, dann bin ich gerne auch dabei. Also dann bin ich gerne dazu da, dass ich euch Livestream bringen kann. Muss mal schauen, ob ich auf Dropbox wechsle oder so. Keine Ahnung. Also da muss ich mich noch ein bisschen informieren. So. Das ist ein Goblin. Also, dann wäre die Aufnahme vorüber. Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.